habe das einmal formuliert, mir fällt ein, was mir fehlt. Also ein Mangel, auf den muss ich schreibend reagieren. Nein, wissen Sie, dieses Thema gibt es oft in solchen Gesprächen und meine Antwort ist darauf Liebe als Hauptwort, als Substantiv. Darüber kann ich nichts sagen. Für mich gibt es Liebe nur als Verbum, lieben. Und wenn das zur Sprache kommt, beginnt für mich die Verlegenheit, die Ratlosigkeit, die Unfähigkeit. Ich habe also nie über Liebe geschrieben, sondern immer mit Liebe. Und da habe ich sie hundertfach erzählt und erzählt und erzählt. Und das lässt sich nicht zusammenfassen. Sagen wir von 1999 bis 2006, da war oft ein älterer Mann und eine jüngere Frau. Und das wurde mir von den Kritikerinnen übel genommen, dass ich immer Erotik mit diesem Altersunterschied erzählt habe. Also da war der Mann dann immer 20 Jahre älter oder so. Mit dem Roman Das 13. Kapitel. Das ist ein Roman, der nur aus Briefen besteht. Ein Mann und eine Frau. Die Frau ist verheiratet mit einem anderen Mann. Mein Held ist verheiratet mit einer Frau. Aber die beiden wechseln Briefe. Also die gehen nie, die sehen sich nicht mehr, die gehen nicht in ein Hotel und so weiter. Und dann das große Wunder für mich, das wurde in der Öffentlichkeit total akzeptiert. Während ja sonst erotische Romane einander überbieten in erregenden Tatsächlichkeiten, wurde mein Liebesroman sogar, wenn ich das Buch, das ich jetzt geschrieben habe, schon früher hätte schreiben können, vor 20 Jahren, dann hätte ich es doch geschrieben. Das 13. Kapitel konnte ich erst jetzt schreiben. In Wirklichkeit ist das alles viel flacher, farbloser, peinlicher. Und ich nehme an, das teilt sich mit, dass ich mit Liebe schreiben muss, nicht anders schreiben.